Hallo und herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, aktuell gibt es sicherlich ein Thema, was uns alle rund um die Uhr beschäftigt. Das ist die Ausbreitung des Coronavirus. Und unser Ziel als Landesregierung, und da sind wir uns mit der Bundesregierung auch absolut einig, ist, dass es unser Ziel sein muss, diese Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das geht einher mit zum Teil sehr drastischen Maßnahmen, wie beispielsweise die Schließung von Schulen und Kitas oder die Eindämmen von Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern oder Altenpflegeeinrichtungen. Diese Maßnahmen sind aber deswegen erforderlich, damit es gelingt, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, indem wir insbesondere die soziale Distanz wahren. Dazu gehört auch die Entscheidung, Veranstaltungen über 75 Teilnehmer generell abzusagen und zu verbieten. Und bei allen übrigen Veranstaltungen ist zu überlegen, ob diese wirklich jetzt zu diesem Zeitpunkt notwendig sind oder sie nicht verschoben werden können. Unser Augenmerk liegt insbesondere auch auf den besonders schützenswerten Personengruppen wie alte Menschen, vorerkrankte Menschen oder immunsuppressive Menschen. Hier gilt es, besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ich will an dieser Stelle aber auch ein herzliches Dankeschön sagen, nämlich all denjenigen, die vor Ort im öffentlichen Gesundheitswesen zurzeit aktiv sind und sich jeden Tag rund um die Uhr engagieren. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter, das sind die Ärztinnen und Ärzte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, das sind diejenigen, die Fieberambulanzen betreiben, die vielen Menschen, die an den Hotlines sitzen und die Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantworten, aber auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, wie beispielsweise die Initiative Weller helfen, die sich um das soziale Miteinander kümmern. Allen, die hier in dieser Krise aktiv sind, die sich engagieren, sei ein herzliches Wort des Dankes gesagt. Wir werden euch hier auf diesen Kanälen natürlich auch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Und bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Bürgerhotline unter der 0800 57 58 100, die täglich geschaltet ist. Ansonsten wünsche ich eine gute Woche. Passen Sie alle auf sich auf, halten Sie die Hygiene und Präventionsmaßnahmen im Blick und insbesondere verinnerlichen Sie den Bereich des Social Distancing. Social Distancing, soziale Distanz, bedeutet nicht soziale Kälte, sondern die Gesellschaft steht zusammen, um unser Ziel zu erreichen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. In diesem Sinne, allen eine gute Woche und bis spätestens zur nächsten Montagslage.